Hi ho, meine Freunde, herzlich willkommen zum letzten Gruppenspiel in der Champions League. Standard Lüttich begrüßt uns zu Hause gegen Liverpool. Platz 1 gegen Platz 4, 1 Punkt gegen 11 Punkte, 3 Siege gegen 0 Siege. Das heißt, wir können hier eigentlich von einer klaren Überlegenheit sprechen. Und das ist natürlich auch unser Ziel jetzt hier, dieses Spiel zu gewinnen. Wir treten natürlich trotzdem mit der besten Mannschaft, die wir haben, an. Haben wir schon eine erste Chance. Von Balotelli. Naja, was heißt beste Mannschaft? Die ganz normale Standard-Elf, die wir haben, außer Coutinho spielt nicht, dafür spielt Allen heute. Ansonsten alles ganz normal. Und ja, wir wollen natürlich Gruppenerster werden und ich bin mir nicht sicher, wenn Benfica gewinnen, könnten sie eventuell noch an uns vorbeiziehen. Ja, und das muss ja nicht sein. Sterling, super gemacht. Okay, alles klar, Mord- und Schatten-Update-Datei runtergeladen. Danke für diese Information. Ich spiele das Spiel zwar überhaupt nicht mehr, aber ja, danke. Sterling, super gemacht. Balotelli! Kawashima, der Japaner, Chinese, Koreaner, kriegt den Ball. Johnson probiert es einfach. Der Ball kommt irgendwie zu Allen, zu Gerrard und dann ist er fast drin. Verdammt. Balotelli geht da stark zum Ball. Gute Flanke. Gerrard, starker Kopfball. Und der Torwart mit einer starken Parade. Das ist schon ordentlich Dampf hier im Spiel. Nun noch eine Ecke. Schade. Anderson. Moreno. Allen. Gerrard legt ihn sich auf den rechten und nochmal Eckball. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Oh, Pfosten. Und noch eine Ecke. Reno, Schnauze voll, draufrotzen, nichts gebracht. Van Damme, Ezequiel. Ja, Vinicius, sehr gut gemacht. Wie kommt es überhaupt zu seiner Lücke hier? Gerrard ganz entspannt gemacht hier. Sterling kommt da gut durch und wird umgesetzt. Und das sollte eigentlich auch eine gelbe Karte mit sich bringen. Und die gibt es auch. Mehr als verdient für Stamm. 23 Meter. Das ist natürlich das für Steven Gerrard. Ah, schade. Aber dafür nächste Ecke. Oh Mann. Nächster Eckball. Tor! Endlich! Endlich klappt's. Gut gemacht von Sturridge. Da setzt sich da ab und kommt noch vor dem Torwart an den Ball.
Super gemacht. Henderson. Schlecht. Spielt immer noch Johnson, weil Klein ja immer noch verletzt ist, genauso wie Emre Can. Für Emre Can wird das wohl noch eine längere Pause sein. Balotelli. Ja, Gott, verliert den Ball hier gegen Van Damme. Sterling. Ja, der Abschluss kommt gar nicht erst durch. Stamm. Gut gemacht. Möglichkeit jetzt. Jetzt für Balotelli hier. Kriegt den Ball irgendwie. Aber der Schuss war schlecht. Naja, was heißt schlecht? Er war auf jeden Fall ungenügend. Nicht gut genug für ein Tor. Wobei ich Balotelli wieder mal ein Tor gönnen würde, sonst kommen bald wieder die Nachrichten und meinen, er hätte irgendwie Probleme im Tore schießen. Ezequiel, jetzt mal, über rechts. Abgelegt auf Ono. Wieder abgelegt auf Lewis. Wieder Ono. Wieder Ezequiel. Wieder Ono. Araujo. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Und es steht 1-0 zur Pause. Das ist gut so. Bringen wir wieder Lambert rein. Und Gerard raus für Thiago und bringen wir Markovic so, dann passt das. Gut gemacht hier. Lovren gegen Stam jetzt. Lovren muss auf die Seiten ausweichen. Aber jetzt schon wieder alles seine Ordnung hat. Oje, oje, oje. Vinicius Lovren. Ganz stark gemacht. Balotelli, der jetzt auf links spielt. Wird hier gut berührt. Was laber ich denn da? Oh Mann. Vinicius. Kommt der Ball irgendwie zu Ono, der wechselt wieder die Seite zu Legia, was auch immer. Jetzt wieder auf den Mann mit der Nummer 7. Setzt sich hier gut durch die Flanke, kommt super, aber Mignolet ist da. Thiago. Fehlpass. Erobert den Ball wieder, kriegt ihn aber nicht. Allen läuft am Ball vorbei. Lewis. Flanke kommt direkt zum Mann und dann ist der Ball drin. Oh Mann, da wollte man die Flanke klären, aber direkt vorgelegt für Lewis, der den Ball direkt ins Netz hämmert. Jeff Lewis, zweites Tor in dem Turnier. Keine Chance für Mignolet.
Gut gemacht hier. Gut gemacht, Henderson. Jetzt kann es schnell gehen. Balotelli hat Platz und macht ihn. Er macht ihn. Keine 4 Minuten später steht es schon wieder 2:1. Oder das heißt schon wieder 2:1. Steht schon wieder ein Tor mehr für Liverpool. Und so muss es natürlich sein. Wir wollen möglichst immer ein Tor mehr als der Gegner haben. Das ist so das Mindestziel, was man eigentlich hat. Balotelli zieht schon wieder davon. Auf der linken Seite. Aber Stam passt gut auf. Und noch gute 20 Minuten auf der Uhr. Balotelli. Ah, den verspringt der Ball da. Thiago tritt dem Gegner auf die Schlappen. Aber Spiel geht weiter. Gut gemacht. Jetzt Kontermöglichkeit. Balotelli zieht davon. Zieht davon. Komm jetzt, Junge. Und dann verliert er wieder den Ball. Oh Mann. Da oben zieht ein anderer Spieler. Da. Oh Gott, der Ball war richtig schlecht. Aber irgendwie kommt er dann... Oh, Moreno, Mann. Den hätte man mitnehmen sollen. Oh, der bleibt verletzt liegen. Aber steht wieder auf. Flanke kommt. Balotelli ist da und er macht's. Doppelpack. Mario Balotelli. Super Flanke von Johnson. Drittes Tor im Turnier. Zweites heute für Mario Balotelli. Der Ezequiel gut gemacht, aber der Schuss war dann ziemlich schwach. Lauf und passt gut auf. Passt nochmal gut auf. Aber immer noch Lüttich im Ballbesitz. Und das müsste eigentlich die Entscheidung sein. Hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Zumindest kann man schon sagen, dass wir als Sieger feststehen. Außer hier passiert noch was, nämlich Thiago kriegt nochmal die Chance. Scholz. Oh, das gibt nochmal Eckball. Eine gelbe Karte für Sakho. So wie es aussieht. Weiß ich gerade gar nicht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt es erstmal Eckball und da kommt irgendwie keiner. So, jetzt. Doch, Sakho hat doch mal gelb gekriegt für einen Foul vorhin. Habt ihr vielleicht auch mitgekriegt. Und Mignolet hat den Ball und das dürfte es gewesen sein. Und das ist es auch. 3:1 gewinnen wir hier. Und gewinnen dann diese Gruppe. Jetzt will ich nochmal wissen, ob Schalke gegen Benfica gewonnen hat, denn dann wäre Schalke weiter. Das heißt, der Gewinner aus diesem Spiel ist eine Runde weiter. Wenn das jetzt Schalke ist, wäre das natürlich super. Ihr seht es da gleich auf dem Bildschirm, genauso wie ich, aber ich verabschiede mich jetzt schon mal. Bis dann und ciao.